Leute und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Rezension zu dem Buch Grüne Gurken von Lena Hach. Ja, um das Buch kurz zusammenzufassen, in Grüne Gurken geht es um Lotte. Und Lotte zieht mit ihren Eltern in eine neue Stadt. Um kurz die Charaktere zu beschreiben, Lottes Eltern sind relativ schlau, also haben einen höheren IQ als normale Menschen und Lotte eben nicht. Und Lotte kommt damit, glaube ich, nicht so gut klar, zumindest hatte ich das Gefühl in diesem Buch. Und dann in der neuen Stadt trifft Lotte auf Vincent von Grünen Gurken. So nennt sie ihn zumindest, weil sie in einem Laden anfängt und dort halt einen Typen trifft, der grüne Gurken kauft. Und den dann so nennt. Und in den verknallt sie sich. Und darauf basiert dieses Buch eigentlich. Es ist eine relativ kurze Liebesgeschichte von 221 Seiten. Also eigentlich sind es weniger, glaube ich. Aber ich habe jetzt aber nachgeschaut, wie lange die Story geht, bis zu welcher Seite. Dieses Buch ist relativ lustig gestaltet auf jeden Fall, weil es eben so, hier seht ihr das auf dem Klappentext, so kleine Grafiken drin hat. Das kann ich ja euch versuchen, hier mal einzublenden. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist diese Grafik, die hier hinten drauf ist, wer dieses Buch lesen sollte. Und dann sieht man so ein Tortendiagramm, auf dem halt verschiedene Gruppen abgezeichnet sind. Ein Drittel alle, die schon mal verliebt waren. Ein Drittel alle, die schon mal von ihren Eltern genervt waren. Ein Drittel alle, die schon mal in Berlin waren. Und ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, den restlichen 15 wird es aber vielleicht aufgefallen. Dieses Buch wird als Hardcover auf jeden Fall 17 Euro kosten. Ich habe es jetzt bekommen, bevor es überhaupt erschienen ist. Soweit ich weiß, kommt es am 13.03. raus, deswegen kommt diese Rezension sehr wahrscheinlich kurz nach dem 13.03. raus. Ich habe dieses Buch auf vorablesen.de gewonnen und ich werde euch jetzt ein paar Hintergrundinformationen geben. Dieses Buch hier ist nicht das erste Buch dieser Autorin. Sie hat noch andere Bücher geschrieben, nämlich insgesamt 4 andere Bände und die sind auch Folgebände, also eine ganze Geschichte. Jetzt will ich euch quasi kurz mal meine Meinung zu diesem Buch sagen. Dieses Buch hat allgemein eigentlich meinen Geschmack ganz gut getroffen. Es ist auf jeden Fall eine Liebesgeschichte. Es handelt sich um ein junges Mädchen, das halt sich in einer neuen Stadt wiederfindet und sich dort erstmal zurechtfinden muss. Also das Buch hat eigentlich meinen Geschmack ganz gut getroffen. Ich musste in diesem Buch, obwohl es ja nur sehr dünn ist, relativ oft lachen. Ich habe mich echt manchmal gedacht, das ist echt lustig gemacht. Zum Beispiel, hier ist eine Grafik drin, ihr könnt das eigentlich ganz gut erkennen. Da steht drüber, wann ich ganz ich selbst bin. In Blau, also der kleine Balken hier vorne, ist, wenn ich mit meinen Eltern zusammen bin. Das heißt, sie ist eigentlich ein bisschen sie selbst, wenn sie mit ihren Eltern zusammen ist. Noch mehr sie selbst ist sie dann mit Grün, also hier der Balken, wenn ich mit Daniel zusammen bin. Daniel ist an dem Buch ihr bester Freund. Ja, okay. Dann der graue Balken ist noch mehr sie selbst ist sie, wenn ich allein bin. Logischerweise, wenn man allein ist, ist man irgendwie am meisten man selbst. Und der gelbe Balken hier, der stark ins Negativ geht, ist dann, wenn ich will, dass mich jemand mag, wie ich bin. Das heißt, sie ist überhaupt nicht sie selbst, wenn sie will, dass sie jemand mag, wie sie ist. Und ich finde diese Grafiken zwischendurch halt immer ganz lustig. Da sind auch noch mehr Grafiken drin zwischendurch. Hier zum Beispiel ist auch eine Grafik drin. Sind halt immer ganz unterschiedliche, die halt immer ein bisschen Witz in die Sache bringen. Außerdem sind die Konversationen eigentlich ganz witzig. Was ich ein bisschen schade finde an diesem Buch, ist, dass die Charaktere ein bisschen verloren wirken. Was ich damit sagen will, ist, dass sie keine Hintergrundgeschichten richtig haben. Also ich weiß nicht, wo Lotte vorher gewohnt hat. Ich weiß nicht, ob mir das einfach entgangen ist oder ob es halt einfach nicht drin steht. Ich weiß auch nicht richtig, was ihre Eltern machen. Ich weiß zum Beispiel, was ihre Mutter arbeitet, aber ich weiß nicht, was ihr Vater arbeitet. Ich weiß nicht, ob mir das auch entgangen ist oder ob es einfach nicht erzählt wurde. Und ich weiß auch nicht, wie die Eltern irgendwie, also ich weiß sehr wenig über die Eltern, ich weiß sehr wenig über Lotte. Ich weiß nicht so richtig, wie war Lotte in der Schule. Ich weiß, dass sie eben keinen hohen IQ hatte, aber ich weiß nicht. Ja, ihr versteht? Ich kenne einen einzigen Freund aus der Vorzeit
Und so wie sie sich in Berlin verhält, kann sie eigentlich nicht nur einen Freund gehabt haben, wo man sich dann, also wo ich mich dann ein bisschen gefragt habe, hat sie alle Freundschaften gekappt, als sie umgezogen ist? Oder gibt es einfach keine anderen Freunde, was irgendwie unlogisch ist, weil sie relativ schnell Freundschaften findet in der neuen Stadt. Dann habe ich mich noch ein bisschen gefragt, man erfährt, habe ich das Gefühl, mehr Hintergrundinfos und insgesamt Infos über nicht die Hauptperson, sondern über Nebencharaktere, also auch relativ aktive Charaktere, aber halt nicht die Hauptperson. Also ich erfahre mehr über die Freunde von Lotta als über Lotte in diesem Buch, habe ich das Gefühl gehabt. Und das finde ich etwas schade. Das finde ich ehrlich ein bisschen schade. Und ich hatte auch das Gefühl, dass alles irgendwie ziemlich flach gehalten ist. Es gibt in jeder Liebesgeschichte gibt es Drama. In dieser hier nicht. Und wenn, sehr wenig. Also ich musste in diesem Buch wieder weinen, ich musste in diesem Buch keine traurigen Miete verziehen, weil wenn irgendwann mal Drama aufgekommen wäre, war das relativ schnell wieder vom Tisch und das fand ich komisch. Das fand ich ehrlich komisch. Ihr merkt schon, meine Meinung zu diesem Buch ist etwas zwiegespalten. Also eigentlich fand ich dieses Buch ziemlich lustig und ich kann es auch sicher nochmal lesen. Aber als richtige Liebesgeschichte würde ich dieses Buch nicht verkaufen. Die Story ist ansonsten ziemlich gut geschrieben. Das Buchdesign finde ich auch ziemlich cool, weil hier sieht man vielleicht dieses grüne Ding. Das kommt immer wieder vor. Das sind die grünen Gurken. Die sehen ein bisschen komisch aus, weil das nicht Gurken in dem Sinne sind, sondern Gummigurken zum Essen. Ja. Ich finde auch, immer mehr fällt mehr über die Geschichte des Lovers als über die Geschichte von Lottes Familie. Und zwischendurch war eine Szene, die hat mich verwirrt. Die hat mich nur ein bisschen verwirrt. Sie hat mich stark verwirrt. Genau. Also allgemeine Meinung zu Buche. Es ist im einen, es ist gut, es spielt in Berlin, man hat Sachen in Berlin drin. Das heißt, ich verstehe, warum Leute, die in Berlin kennen, das Buch lesen könnten, weil man halt Sachen wiedererkennt. Dann ist das Buch auch, also ich fasse jetzt kurz zusammen, wer das Buch lesen sollte hier hinten. Da steht zum Beispiel auch, dass wenn man von seinen Eltern manchmal genervt ist, ja, das finde ich, ist in diesem Buch auch gut rübergebracht. Der Konflikt oder mal die Harmonie in der Familie, obwohl Harmonie ziemlich runtergespielt ist. Also das Drama kommt in der Familie hier drin vor. Das Liebesgeschichte stimme ich nicht ganz überein. Und die restlichen 15 Leute, ja, es ist halt lustig. Und deswegen kann ich es empfehlen, weil es ist relativ schnell zu lesen. Also ich habe dieses Buch jetzt will ich sagen, an einem Tag durchgelesen. Ich habe es innerhalb von 3-4 Stunden gelesen. Halt innerhalb von einem Tag, aber immer mal eine Stunde und dann 3-4 Stunden über den Tag. Also relativ schnell zu lesen und man hat immer wieder zwischendurch was zu lachen. Man muss nicht weinen zwischendurch, weil es ist ja kein so großes Drama drin. Also zumindest ich musste nicht weinen und ja. Das Buch hat von mir trotz allem 4 Sterne bekommen. Ganz einfach, weil es eben nicht den Umfang hat, um eine ausgereifte Liebesgeschichte zu werden und alles andere ja drin ist, was ich erwartet hatte. Und das fand ich gut so. 5 Sterne hat es von mir nicht bekommen, weil 5 Sterne bekommen bei mir die Bücher, die ich feiere über alles. Aber es hat auf jeden Fall von mir 4 Sterne bekommen. Und daher kann ich es halt allen empfehlen, die halt nicht unbedingt ein Liebesdrama haben wollen. Jetzt sind wir mit der Rezension quasi am Ende und daher würde ich euch mal bitten, kanntet ihr überhaupt dieses Buch? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendjemand in den Neuerscheinungen dieses Buch aufgezählt hatte für den März und es ist halt jetzt im März entschieden. Kanntet ihr überhaupt dieses Buch? Habt ihr überhaupt irgendwas mal von dieser Autorin gehört? Das hatte ich nämlich nicht, bevor ich das auf auflesen.de gewonnen habe. Ich kannte diese Autorin vorher nicht. Ja, jetzt kenne ich sie. Dann würde mich mal interessieren, wenn ihr das Buch kennt, welche Meinung habt ihr denn dazu?
und würdet ihr in Erwägung ziehen, dieses Buch zu lesen. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich werde sicherlich noch mehr Rezensionen machen. Nicht nur zu Verableseexemplaren, sondern auch zu anderen Büchern. Ich habe auch schon einige gemacht, die sind nicht so gut, aber... Und dann, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!